Guten Morgen. Der zweite Tag hat angefangen. Wie ihr hört, es regnet. Ich werde mir jetzt erstmal noch ein Brötchen schmieren und werde noch eine Weile im Zelt bleiben. Es ist jetzt so ungefähr 6.30 Uhr, glaube ich. Und es soll so um 8 rum aufhören mit Regnen. Also werde ich wohl noch eine Weile hier drin bleiben. Ich mache halt keinen Stress. Alles gemütlich. So, jetzt mal nochmal guten Morgen. Ich bin wieder an der Spur. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nur Pech. Oder sagen wir es mal so, ich bin einfach zu schusselig. Ich habe mein Zelt abgebaut. Ich hatte alles gepackt, die ganzen Taschen dran, alles. Und dann war meine Brille weg. Ja, was soll ich sagen? Ich habe alles von links nach rechts gekrempelt. Bin ungefähr 10-mal den Platz abgegangen. 1,5 Stunden bin nochmal zu den Sanitäreinrichtungen und alles wieder hin und zurück. Ich war gerade am Aufgeben und habe überlegt, was ich mache, weil ich kann nicht 3 Tage noch oder 4 Tage ohne Brille fahren. Das geht nicht. Ja, ich war mir noch nicht ganz einig und in dem Moment habe ich sie gefunden. Ey Leute, ihr wisst ja nicht, was mir für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Oh, die Tour wäre sonst zu Ende gewesen. Das geht gar nicht. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg. Ich habe heute eine Strecke von ca. 36 Kilometern bis nach Weida. Das ist nicht weit und ich wollte mir ja auch Zeit lassen. Mittlerweile ist es aber schon 11:30 durch meine ganze Sucherei. Oh, das gibt's nicht. Ich bin auch noch nicht auf meinem Track. Den suche ich noch, aber ich glaube, ich habe ihn bald gefunden. Oh nee, das geht gar nicht, was hier los ist. Naja, ich radel erstmal weiter. Ich bin jetzt in Blankenhain und habe jetzt auch meinen Track wiedergefunden. Hier gibt es ein wunderschönes Schloss mit einem schönen Schlossteich. Ja, heute wird es etwas kryptisch, weil es gibt keinen wirklichen Radweg. Als erstes habe ich jetzt hier diesen roten Wanderweg. Mal sehen, wie der sich gestaltet. Es wird halt auch auf und ab gehen. Aber berghoch werde ich schieben, denke ich mal. Weiter geht's. So, ich melde mich nochmal. Ich bin jetzt durch Kursdorf durch und durch Seligstedt. Und ich sag euch, das war so eine tolle Abfahrt, so eine richtig lange Abfahrt. Also nehmt mir's nicht übel, aber ich habe nicht die Kamera rausgeholt. Ich wollte das einfach genießen nach dem ganzen Frust heute Morgen. Ja, ich habe ja schon gesagt, die Strecke wird nicht so besonders, insbesondere am Anfang. Und genau das haben wir jetzt. Es ist hier doch eine etwas stärker befahrene Straße mit Leitplanke. Ich habe die Warnweste an. Schauen wir mal. Ja, das war jetzt tatsächlich eine Bundesstraße. Circa 1 Kilometer. Ich habe Gas gegeben und es kam kein Auto hinter mir. Das war richtig schön. Ich habe eine richtige Lücke erwischt. Hier unten ist jetzt Zwirtschen und hier drüben ist eine große Halde. Hier war ja Wismut. Und Frank, falls du das jemals sehen wirst, jetzt weiß ich, wo du früher immer gearbeitet hast. Ich denke mal auf dieser Halde. Ja, für mich geht es jetzt hier weiter. Das ist jetzt ein bisschen Kopfsteinpflaster, aber es scheint bergab zu gehen. Und ich habe schon gesehen, weiter vorne kann ich ein kleines Stück abkürzen. Da kommt ein kleiner Wanderweg. Im Notfall schiebe ich den. Heute nehme ich jede Abkürzung, die ich kriegen kann. Ich bin jetzt bei diesem Wanderweg angekommen. Der sieht ganz gut aus. Ab und zu muss man hier mal absteigen und um die Pfützen herum
balancieren, aber ansonsten passt das schon. Ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich denke mal, so 5 Kilometer täte ich schon noch fahren, aber dann würde ich auch gerne mal Mittag machen. Frühstück ist lange her. Hier steht der Wächter von Gauern. Nee, hier steht mein Fahrrad. Ich fahre jetzt hier diese Landstraße lang, aber hier ist nicht viel los. Ich hoffe, dass ich nicht mehr so viel Berg habe und dass bald mal eine schöne Bank kommt. Ach so, und ich glaube, wir haben auch lange nicht mehr mein Gesicht gezeigt. Ich lebe noch, aber ich habe jetzt doch ganz schön Hunger. Pause würde jetzt richtig Not tun. Ich habe jetzt, genau, das kann ich ja mal sagen, ich habe jetzt noch knapp 17 Kilometer bis zum Ziel und habe 16 weg. Da haben wir doch fast die Hälfte geschafft. Perfekt. Bei mir ist mal wieder Schieben angesagt. Es geht mal wieder berghoch. Aber ich glaube, das sind jetzt fast die letzten Berge. Hier vorne kommt jetzt ein kleiner Ort. Danach kommt Groß-Straxdorf. Groß-Straxdorf ist mir noch vom Elsterperlenweg bekannt. Ob ich da direkt hin muss, weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich gesehen, dass ich da an diesem, ich glaube, der Fuchsbach oder wer das war, runterfahre ins Tal der Weißen Elster, dann den Elsterradweg fahre bis Wünschendorf und von Wünschendorf dann nach Weida die Strecke, die ich neulich gelaufen bin. Ich glaube, der Lutherweg war das. Ja, so ist zumindest der Plan. Ich habe mir überlegt, dass ich da unten in dem Tal Pause machen werde. In dem Dorf jetzt war zwar auch eine Bank, war auch nicht schlecht, aber hier geht wieder ganz schön der Wind. Und jetzt ist er gerade mal wieder still. Und da mache ich das dann lieber da unten im Wald, im Tal. Ich bin schon wieder am Schieben. Hier ist schon wieder ein Berg und fahren ist hier unmöglich. Das ist ja so ein Geröll. Das will ich meinem Rad einfach nicht zumuten. Wahrscheinlich geht es bergab, das erste Stück noch genauso. Da werde ich wahrscheinlich noch bergab schieben. Naja, ich glaube, das müsste dann alles sein, wenn ich hier oben bin. Aber das habe ich schon mal gesagt, gell? Naja, auf alle Fälle geht es dann am Ende zum Campingplatz noch mal einen Berg hoch, aber nicht so steil wie gestern. Also, alles gut. Ich bin oben. Oh, das war jetzt ganz schön steil. Hier hat man aber einen richtig schönen Blick ins Tal. Richtig toll. Das ist halt der Vorteil, wenn man oben ist. Ja, mal sehen, ob ich jetzt hier fahren kann. Wahrscheinlich nur langsam. Weil ich muss auch ein bisschen aufpassen auf mein Rad. Ich weiß gar nicht, ob man das so vollpacken kann. Aber na gut, ich bin ja nicht so schwer wie ein 100 Kilo Mann, von daher soll das eigentlich in Ordnung gehen. So, der Weg ist jetzt in den Wiesenweg übergegangen, aber hier fahre ich nicht. Ich schiebe jetzt hier gemütlich und mache einen kleinen Spaziergang. Es geht leicht bergab. Da rollt das Rad zum Glück alleine, ich muss es nur führen. Ach nee, das ist ja heute richtiges Abenteuer pur. Als nächstes komme ich dann nach Endschütz, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich da in den Ort rein muss. Und da geht es dann ins Tal runter. Zur Weißen Elster. So ist der Plan. Ich bin übrigens immer noch am Schieben. Nee, hier kann ich nicht mit einer Hand, dann rollt es mir davon. Aber wie gesagt, es geht bergab. Ich hoffe, das hat bald ein Ende. Dass ich bald mal wieder fahren kann. Also ich bin heilfroh, dass die Etappe heute nur um die 35 Kilometer hat. Eine 50 Kilometer Etappe mit solchen Wegen, das wäre nichts geworden. Ich bin jetzt in Endschütz und das ist hier tatsächlich eine Radroute, gell? Ich wollte es euch bloß sagen. Aber das ist eher was für Gravelfahrer. Ich glaube, für mich geht es jetzt hier an dem Bach lang. Nee, das habe ich mir gedacht. Nee, an dem Bach nicht. Aber ich muss nicht den Berg hoch, sondern vorne rechts links abbiegen. Das passt.
So, 100 Meter weiter habe ich dann meine Bank. Die nehme ich aber nicht zum Kochen. Aber ich habe mir gestern solche veganen Mini-Frikadellen geholt. Da esse ich jetzt ein paar. Und kochen tue ich nachher Kartoffelbrei, hier 5 Minuten Terrinengelampe. Und da kann ich die restlichen dazu essen. Hier ist Dorfidylle. Richtig schön. Ich genieße jetzt ein bisschen die Sonne. Es ist richtig warm. Die Regenzeit ist, denke ich mal, hinter uns. Ab jetzt soll es eigentlich nur noch schön werden die nächsten Tage. Und da freue ich mich schon drauf. Das ist übrigens die Tratschbank. Und jetzt noch ein bisschen Pause. Vorpause vor der eigentlichen Pause. So, ich bin jetzt am Fuchsbach. Man hört ihn plätschern da vorne. Und zurück zu sieht man auch ein bisschen. Und wenn ich dem Schild glauben darf, geht es jetzt hier auch zum Märchenwald. Dann ist es doch nicht das Tal, wo ich dachte, sondern das vom Märchenwald. Naja, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich mache dann unten erst an der Weißen Elster dann eine Pause. Hier ist es jetzt ganz schön matschig, da muss ich mal gucken, wie ich durchkomme. Ganz hat mich mein Orientierungssinn doch nicht verlassen. Also ich bin jetzt doch auf dem Weg, wo ich dachte. Und zwar bin ich jetzt hier runtergekommen. Das ist jetzt schon der Elsterperlenweg. Der geht jetzt hier noch ein Stück bisschen steil. Und dann sollte es aber passen. Der Kreis hat sich geschlossen. Ich bin klipperklar. Hier bin ich ja lang, als ich den Elsterperlenweg lang bin. Und hier geradeaus geht der Elsterradweg lang. Hoffe ich zumindest. Ich muss mal gucken, wo es hier hingeht. Ja. Der steht jetzt zwar hier nicht angeschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass es hier ist. Ich habe jetzt gar nicht aufs Navi geguckt. Und wisst ihr auch warum? Das war jetzt mein Weg. Ganz so schlimm war es zwar nicht die ganze Strecke, aber ähnlich. Also das war schon richtig, richtig schlimm. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich werde jetzt hier mein Essen machen. Mittlerweile bin ich zwar in so einem Punkt angekommen, wo ich gar keinen Hunger mehr habe. Aber ich habe das so ein bisschen übergangen, aber ich muss jetzt was essen, sonst. Das geht sonst nicht. So Leute, mein Kocher ist an. Das Wasser wird jetzt heiß gemacht und dann gibt es Kartoffelsnack mit Frikadellen.
Ich habe jetzt, ach ja, wir müssen mal stoppen. Ich habe jetzt 22 Kilometer, also es ging in letzter. Es ging dann die letzten Kilometer wirklich schleppend vorwärts. Ich hoffe, dass es dann besser wird, wenn ich in Wünschendorf bin. Aber so richtig Hoffnung habe ich auch nicht. Ich kenne ja dann den Weg. Da geht es halt nochmal ziemlich doll bergauf. So, ihr Lieben, auf dem Elsterradweg war ziemlich viel Fußgängerverkehr. Deshalb habe ich da nicht mehr gefilmt. In Wünschendorf war ich schnell im Supermarkt und habe mir noch ein paar Sachen geholt für heute Abend, morgen früh und die Tour für morgen. Für mich geht es jetzt hier vorne weiter Richtung Weida. Das sind noch ungefähr 6,5 Kilometer. Es ist jetzt um 3:30. Ja, das ist eine gute Zeit, um anzukommen. Ich werde mich dann wahrscheinlich auch dort erst wieder melden. So Leute, ich bin jetzt wieder den Berg des Todes hochgelaufen. Das war absolut nicht mehr normal. Ob sich das gelohnt hat, ich glaube nicht. Ja, wir haben eine schöne Aussicht. Aber das war's auch schon. Ich zeig's euch mal. So, da unten ist der Campingplatz. Ihr wisst Bescheid, ich muss jetzt also wieder runter. Ey, Leute, das geht gar nicht. Oh, das war mindestens genauso schlimm wie gestern. Also ich habe jetzt endgültig genug von diesen Bergen. Ich weiß nicht, was mich morgen erwartet und ob ich das noch schaffe. Auf alle Fälle hat man hier einen schönen Blick auf die Aumatalsperre. Da unten ist der Campingplatz. Da suche ich mir gleich ein freies Plätzchen. Heute ist zum Glück kein Regen angesagt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal richtig chillen. Richtig doll. So, hier sehen wir noch mal einen Blick auf Weida. Da vorne gucken die Neubauten raus, wo ich mal gewohnt habe. Und da ging es schon den Berg hoch. Ihr wisst Bescheid. Ich bin jetzt hier oben auf der Kuppe. Höher kann es eigentlich nicht gehen. Hoffentlich muss ich das morgen nicht wieder hoch. Ich bin so breit. Wenn das morgen über 50 Kilometer sind, ich gucke mir mal das Höhenprofil an. Ja, es kommt auch immer darauf an, was es für Wege sind. Ich habe heute ganz viele Wege nach unten geschoben, wo man hätte so schön fahren können und so schön rollen können. Musste ich schieben, weil der Weg so schlecht war. Ja, das ist schon alles nicht so prickelnd, wa? Aber es bleibt spannend. So, da geht es für mich weiter. Und da wartet mein Rad. Zum Glück geht es jetzt bergab. So, ich bin angekommen. Hier trocknen noch meine Sachen. Ich musste das hier alles ein bisschen nass einpacken. Solarstrom gibt es auch. Ich habe hier eine schöne Sitzgruppe, kann ich mich ausbreiten. Hier steht mein Fahrrad. Hier irgendwo werde ich mein Zelt hinbauen. Unten scheint ein Weg lang zu gehen. Nur mal sehen, wie ich mich so regeneriert habe und wenn ich aufgebaut habe, vielleicht gehe ich noch mal ein Stück runter. Also runter gehe ich ganz bestimmt, aber vielleicht gehe ich mal rum. Mal sehen. Mal sehen, wie ich mich fühle. Auf alle Fälle wird jetzt noch ein bisschen getrocknet und dann wird aufgebaut.